In diesem Video zu meiner CNC Version 3.2 möchte ich den Bau der Mechanik zeigen. Die benötigten Werkzeuge sind im Wesentlichen eine Ständerbohrmaschine, Sägen, Feilen, ein Schraubstock, eine Blechschere und Schraubenschlüssel, alles Dinge, die in jeder Werkstatt vorhanden sein sollten. Die Konstruktion besteht aus Eisen-Vierkantrohren der Abmessungen 20x20 mm mit 2 mm Materialstärke. Zum möglichst geraden Ablängen der Rohre habe ich eine Führung aus Holzleisten, einer Aluleiste und Stahlwinkeln angefertigt. Etwas Wasser verlängert die Standzeit des Werkzeugs. Im Verlauf des Baus habe ich 3 Sägeblätter verschlissen. Einige Winkelverbinder müssen an 2 Kanten aufgetrennt werden. Nach etwa 140 Sägeschnitten sieht der Eisenberg so aus. Der nächste Schritt besteht im Bohren von Löchern verschiedener Durchmesser. Da die Bohrlöcher auf der Mittellinie gesetzt werden müssen, habe ich aus 2 Aluleisten eine Führung an der Ständerbohrmaschine befestigt. Die Mittellinie ist genau getroffen, wenn der Bohrer an dem Probestück von beiden Seiten in das Bohrloch gleitet. Viele Bohrungen müssen im Abstand von 1 oder 3 cm vom Ende der Vierkantrohre gesetzt werden. Ein kleiner Eisenwinkel als Anschlag erspart einem das ständige Nachmessen. Begonnen habe ich mit einem 3 mm Bohrer. Wird an einer Stelle an den gegenüberliegenden Seiten eine Bohrung benötigt, sollte man dabei auch immer von beiden Seiten bohren, da sich der Bohrer biegt und bricht, würde man in einem Zug ganz durch das Vierkantrohr bohren. Als nächstes werden die Bohrungen auf 5 mm geweitet, dann werden die 7 mm Löcher gebohrt und schließlich die 12 mm Löcher. Die Verbindung der Vierkantrohre erfolgt mittels M6er Schrauben. Zum Bohren der Gewinde muss der Stecker der Ständerbohrmaschine gezogen und der Keilriemen gelöst werden, womit die Riemenscheibe leicht per Hand gedreht werden kann. Der 6 mm Gewindebohrer ist in der Maschine eingespannt, womit senkrechtes Schneiden der Gewinde garantiert ist. Den Gewindebohrer vor dem Schneidvorgang mit etwas Öl benetzen, bei mir kommt wieder einmal gebrauchtes Motoröl zum Einsatz. Beim Gewindeschneiden das Werkzeug immer wieder auch gegen den Uhrzeigersinn bewegen, um die Schneidspäne abzubrechen und somit ein Verklemmen des Gewindebohrers zu verhindern. Zum Bohren der kleinen Winkelverbinder habe ich eine Führung aus Holzstücken zusammengeklebt und an der Ständerbohrmaschine verschraubt. Die Teile nie mit bloßen Händen, sondern immer mit einer Zange festhalten. Zwei Metallplatten werden für die Konstruktion benötigt, bei einer sind 2 Laschen umzubiegen. Mit Hilfe eines Stücks Vierkantrohr und 2 Schraubzwingen kann das Blech an der Kante der Arbeitsplatte umgebogen werden. Nach etlichen Stunden sind diese Arbeiten vollbracht und es kann mit dem Verschrauben begonnen werden. Die verwendeten Schrauben besitzen einen Linsenkopf mit Innensechskant. Die Schrauben können mit dem gebogenen Sechskant auch an schlecht erreichbaren Stellen gut angezogen werden. An einigen Stellen werden Verbinder verwendet und hier passt der zweite Schraubenkopf an den bereits eingeschraubten Kopf nur vorbei, wenn an letzterem kein Federring verwendet wird. Die sichernde Wirkung von Federringen wird meist überschätzt, im Prinzip handelt es sich lediglich um Unterlegscheiben. Das Anzugmoment der Schrauben muss hoch genug gewählt werden, um ein Losdrehen zu verhindern. Das Gewinde in den Vierkantrohren ist nur 2 mm tief und somit ist stellenweise nur ein Gewindegang vorhanden. Wie viel Anzugsmoment zu viel ist, kann man an einem Probegewinde testen. In meinem Fall hat der Innensechskant der Schraubenköpfe nachgegeben, mit dem verwendeten Werkzeug konnte ich die Gewinde selbst nicht ruinieren, was auch ganz gut ist. Im ersten Durchgang dürfen die Schrauben nur ganz locker eingedreht werden, damit die Teile noch verschoben werden können und somit alles zusammenpasst.
Ist der Rahmen fertig, werden die Schrauben im zweiten Durchgang von unten nach oben fest angezogen. Da die Verwindungssteifigkeit in meinen Augen noch nicht hoch genug war, habe ich Querverstrebungen aus 4×20mm Flacheisen angefertigt und ebenfalls am Rahmen verschraubt. Aus dem Flacheisen habe ich Distanzstücke angefertigt, die an einigen Stellen benötigt werden, um die Querverstrebungen gerade anzubringen. Die Querverstrebungen sind an den Mittelpunkten mit M6er Schrauben verbunden. Die Schlitten für die drei Achsen wurden als nächstes zusammengeschraubt. Die Führung erfolgt über Kugellager der Abmessungen 10×30×9mm. Da bei handgefertigten Teilen mit größeren Toleranzen zu rechnen ist, kann je eine Seite der Kugellager mittels Schrauben an die Führungsschienen gepresst werden. Der Druck auf die Führungsschienen muss so eingestellt werden, dass sich alle Kugellager beim Bewegen des Schlittens mitdrehen, dabei aber nicht zu viel Reibung aufgebaut wird. Die Einstellarbeit ist fummelig, aber wichtig, damit das Spiel in der Mechanik minimiert wird. Das Ergebnis ist eine sehr verwindungssteife, spielarme Führung. Die Rotationsbewegung der Motoren wird über eine 6mm Gewindestange in lineare Bewegung gewandelt. Das entsprechende Gewinde an den Schlitten wird mit Hilfe einer heißen Schraube in ein Stück Plastik geschmolzen. Nach dem Erkalten und Abfeilen der Kanten ist ein passgenaues Gegenstück zur Gewindestange vorhanden. Die Bohrungen werden nach dem Ausrichten angezeichnet. Für den Verbinder zum Schlitten wird ein zweiter Plastikstreifen benötigt. Der untere Streifen ist fest mit dem Schlitten verschraubt. Die obere Hälfte wird über zwei Schraubenfedern aus einem alten Drucker an die untere Hälfte gepresst. Somit erhält man eine sehr spielfreie Anlenkung aus Gewindestange und Plastikmutter. Auch hier gilt, dass der Anpressdruck der oberen Gewindehälfte nicht zu groß sein darf, um die Reibung nicht überhand nehmen zu lassen. Mit den Federn wird der Abrieb des Plastikgewindes im Betrieb kompensiert. Anstelle der Federn können auch Stücke eines Gummischlauchs verwendet werden. Die Gewindestange sollte zwecks Reduzierung der Reibung immer gut geölt werden. Die Gewindestange muss mit der Mechanik über zwei Kugellager verbunden werden. Diese beiden Kugellager werden über Muttern an ein Vierkantrohr gepresst. Dabei muss so viel Druck auf die Kugellager ausgeübt werden, dass kein axiales Spiel mehr festzustellen ist. Zu viel Druck bedeutet mehr Reibung, womit die Anlenkung schwergängiger wird. Außerdem werden die Kugellager auf Dauer beschädigt, da diese nicht für die Aufnahme hoher axialer Kräfte ausgelegt sind. Erneut ist die korrekte Einstellung ein Kompromiss aus möglichst kleinem Spiel und nicht zu hoher Reibung. Ist die korrekte Einstellung gefunden, wird die Verbindung mit einer zweiten Mutter gesichert. Die beiden Enden der Gewindestange werden von einzelnen Kugellagern geführt. Die Gewindestange kann sich an diesen Lagern problemlos in axialer Richtung bewegen, lediglich eine Bewegung senkrecht dazu wird unterbunden. Als Antrieb sollen unter anderem Gleichstrommotoren aus alten Druckern oder anderer Quelle verwendet werden. Da diese Motoren wenig Drehmoment aufweisen, wird ein Getriebe benötigt, wie ich schon in einem vorangegangenen Video gezeigt habe. Zentrales Element ist hierbei eine Scheibe aus 5mm starkem Sperrholz, die zunächst ausgesägt wird. Um die Scheibe möglichst kreisrund zu fertigen, wird die Ständerbohrmaschine kurzerhand zur Drehbank. Die Gummirolle an der Welle des Elektromotors wird zum zweiten Teil des Getriebes. Die Elektronik sowie verschiedene Antriebsvarianten werden in folgenden Videos gezeigt. Der Frästisch besteht aus 9 Stücken Vierkantrohr. Die einzelnen Segmente müssen mit gleichem Abstand zum Fräser ausgerichtet werden.
Ein weiterer zeitaufwendiger Prozess, der aber nötig ist, um gute Resultate zu erhalten. Apropos Resultate. Hier bearbeite ich erneut ein Stück Aluminium mit Hilfe der einfachen Konfiguration der Maschine, nun allerdings mit einem 3,2 mm Fräser. Der Test besteht aus einem Kreis, einem Quadrat und einem Dreieck. Als Kühlmittel wird Wasser verwendet, der Kühlmittelkreislauf ist allerdings noch in einem experimentellen Stadium, genau wie die Software und Elektronik. Der Fräser taucht mit jedem Durchgang tiefer in das Material ein. Nach wie vor recht langsam, aber präzise. Das Ergebnis zeigt, dass die Mechanik stabil ist und ohne sichtbares Spiel arbeitet. Der Fräser trifft die Linien in jedem Durchgang exakt. Behaltet im Hinterkopf, dass sich die CNC noch in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befindet und noch einige Dinge verbessert werden müssen. Die Bilder des Teststücks könnt ihr in voller Auflösung auf meinen Projektseiten und auf Hackaday begutachten. Dort findet ihr auch die Bauanleitungen und zusätzliche Infos. Danke fürs Angucken und bis bald!